FCA-Profi Aaron Zehnter ist extra zur Unterstützung gekommen. Denn für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Augsburger Werner-von-Siemens-Grundschule ist das ein großer Tag. Heute machen sie ihren Fahrradführerschein. Ich finde es sehr wichtig, weil man in jungen Jahren ja auch sehr, sehr viel lernen muss. Und auch ist ja auch ein wichtiges, was man lernen muss durch die Fahrprüfung. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man das macht, so, auch so jung in dem Alter. Auf dem Verkehrsübungsplatz Rosenau lernen die Kinder die Verkehrsregeln für Radfahrer, damit sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen können. Aus Solidarität fährt Aaron Zehnter einfach mit. Für die Kinder gibt es viel zu lernen, denn die Übungsstrecke ist alles andere als einfach. Also das links abbiegen, das sichere über die Kreuzung, das war ein bisschen schwierig. Aber sonst war es eigentlich ganz toll und es hat auch Spaß gemacht. Wir mussten ja einmal das links abbiegen mit den 8 Schritten machen und das fand ich sehr schwer, weil ich hatte das Gefühl, ich habe Fehler gemacht. Also das links abbiegen, dass man auch auf den Verkehr achten muss, das habe ich neu gelernt. Also ich habe mich sehr konzentriert, deshalb war es auch eigentlich sehr leicht. Für Kinder lauern im Straßenverkehr überall Gefahren. Deshalb hat die Verkehrserziehung von Kindern für die Polizei oberste Priorität. Der FC Augsburg unterstützt dieses Anliegen. Ich finde, es ist eine ganz tolle Sache, dass der FCA da mit dabei ist und sich für dieses Thema einsetzt und uns unterstützt. Und wie schon gesagt, das Ziel von allen ist es, dass wir die Kinder vor einem Verkehrsunfall bewahren, dass sie sicher durch den Straßenverkehr kommen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dafür sagen wir auch Danke, dass der FCA da mit im Boot ist. Und endlich, es ist geschafft. Alle haben die Fahrradführerscheinprüfung bestanden und freuen sich riesig. Auch Aaron, der freiwillig mitgemacht hat und erst in wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag feiert, bekommt eine Urkunde. Er war gerne mit dabei. Wir sollten ja eigentlich auch eine Vorbildfunktion haben. Und ich meine, das ist ja auch eine gewisse Motivation für manche Kinder, die sich auch ein bisschen im Fußball auskennen. Wenn dann ein Spieler von der FCA da ist, dass sie sich dann noch gewisserweise mehr freuen und mehr motiviert sind. Klar, dass alle ein Autogramm von ihrem Unterstützer Aaron mit nach Hause nehmen wollen. Für die Kids war das ein rundum gelungener Tag. Der Fahrradführerschein, ihr ganzer Stolz.